One Piece befindet sich offiziell in seiner finalen Phase. Der seit langem laufende Shonen-Anime war noch nie so beliebt wie heute. Aber auch wenn sich One Piece dem bestätigten Finale nähert, gibt es immer noch einige große Probleme, die in der Erzählung gelöst werden müssen. Die mysteriöse Geschichte der Weltregierung, der unbekannte Ort der antiken Waffen und die Hintergrundgeschichten einiger mächtiger Piraten sind nur einige der wichtigsten unbeantworteten Fragen von One Piece. Da es weiterhin noch so viele offene Mysterien und ungelöste Fragen in One Piece gibt, habe ich für dieses Video die 10 größten Mysterien und unbeantworteten Fragen in One Piece für euch zusammengefasst. Viel Spaß! Der Grund für Joy Boys Entschuldigungsschreiben auf der Fischmenscheninsel. Während der Ereignisse auf Wano Kuni wurde der Name Joy Boy mehrmals von verschiedensten Charakteren erwähnt. Diese historische Figur wurde jedoch schon viel früher vorgestellt, nämlich im Zusammenhang mit einer Entschuldigung, die er an die Bewohner der Fischmenscheninsel richtete. Eine Entschuldigung, die über 500 Kapitel später immer noch unerklärt ist. Da der Brief von Joy Boy eines der ältesten Objekte in One Piece ist und seinen eigenen Nachfolger voraussagt, ist sein Inhalt offensichtlich äußerst wichtig. Darin erwähnt dieser gewisse Joy Boy, dass jemand, wahrscheinlich Monkey D. Ruffy, kommen und dem riesigen Schiff namens Noah helfen wird, seinen wahren Zweck zu erfüllen. Damit ist praktisch garantiert, dass die Entschuldigung bis zum Ende von One Piece wichtig bleibt und erst in den allerletzten Abschnitten der Geschichte nochmal Thema wird. Wieso kann Blackbeard mehrere Teufelsfrüchte verwenden? Obwohl Monkey D. Ruffys Status als der vielversprechendste aufstrebende Pirat der Grand Line weitgehend unbestritten ist, ist ein anderes Mitglied der schlimmsten Generation wohl noch einzigartiger. Marshall D. Teach, besser bekannt als Blackbeard, hat sich seinen Platz unter den Kaisern vor allem durch seine einzigartige Fähigkeit verdient. Er besitzt nämlich als einziger bekannter Charakter in One Piece die Kräfte von gleich zwei Teufelsfrüchten. Blackbeard erwarb die Finsterfrucht, indem er ein Mitglied der Whitebeard-Piraten ermordete. Und bei der Hinrichtung von Podcast The Ace bekam er dann die Bebenfrucht, indem er ihre Kräfte aus dem leblosen Körper von Whitebeard selbst stehlte. Oda hat uns immer noch nicht erklärt, wie Blackbeard in der Lage dazu war, gleich zwei Teufelsfrüchte zu besitzen. Aber falls er irgendwie noch eine weitere bekommt, wird er eine immense Bedrohung für die gesamte One-Piece-Welt darstellen. Die antiken Waffen. Seit ihrer ersten Erwähnung im Alabaster-Arc sind die antiken Waffen eines der wichtigsten Elemente des Worldbuildings in One Piece. Pluton, Poseidon und Uranus sind alle zur Massenvernichtung fähig, doch nur eine von ihnen ist zum aktuellen Zeitpunkt gründlich erforscht worden, denn über Poseidon wissen wir bisher am meisten. Am Ende von Wano Kuni erfuhren wir von Kozuki Sukiyaki, dass Pluton sich auf Wano befinde, aber über Uranus gibt es derzeit keinen einzigen Hinweis. Ein umfassender Krieg gegen die Weltregierung scheint angesichts der zunehmenden Spannungen rund um die One Piece Welt unvermeidlich, sodass die antiken Waffen ein massives Problem für beide Seiten des Konflikts darstellen könnten, wenn sie wieder auftauchen. Da die Roger Piraten auf Laugh-Tay großes Wissen über die antiken Waffen erlangten, können wir davon ausgehen, dass wir ebenfalls noch mindestens so lange warten müssen, bis die Strohhut Piraten die legendäre Insel erreicht haben. Shanks geheimnisvolle Verbindung zu den Himmelsdrachen. Shanks und die Roter Piraten gehören zu den ersten Charakteren, die in One Piece auftauchen. Aber nach über 2 Jahrzehnten hat Oda immer noch nicht ihre komplette Hintergrundgeschichte enthüllt. Insbesondere Shanks und seine Verbindung zu den Himmelsdrachen ist besonders problematisch. Während des Reverie-Arcs werden Shanks und die 5 Weisen, der höchste Rat der Weltregierung, bei einem Gespräch unter 4 Augen gesehen. Und in den Ereignissen von One Piece Film Red wird seine Verbindung zu den Himmelsdrachen weiter angedeutet, da er anscheinend zur Familie Figaland gehört. Und erst vor kurzem bekamen wir im Manga den Oberbefehlshaber der Holy Knights zu sehen, nämlich Sankt Figaland Garling. In Anbetracht der unbestreitbaren Verbindung des Kaisers zu dem Weltadel, gehört seine vollständige Hintergrundgeschichte zu den dringendsten Fragen, die in der letzten Saga von One Piece noch zu klären sind. Die mysteriösen Figuren auf Thriller Bark. Der Thriller Bark Arc wird von One Piece Fans oft zu Unrecht kritisiert. Trotz seines Rufs
Rufs führt dieser Arc mehrere Piraten ein, die in zukünftigen Handlungsarcs eine wichtige Rolle spielen. Eine Gruppe von Figuren aus diesem Arc könnte sich jedoch als großes Problem erweisen, wenn sie in der letzten Saga der Serie wieder auftauchen. Die massiven Schatten, die sich im Florian Triangle verstecken. Die Thrillerbug selbst mag zwar nur ein Piratenschiff sein, aber sie ist groß genug, um viele der Inseln, die die Grand Line schmücken, in den Schatten zu stellen. Die Gestalten, die in den Schatten des mysteriösen Dreiecks auftauchen, sind um einiges größer als die Thrillerbug, was sie in die Größenordnung von monumentalen Figuren wie Sonisha rückt. Dies und ihre vage Ähnlichkeit mit Imsama machen sie zu einer wichtigen Variable, die man in der letzten Saga von One Piece im Auge behalten sollte. Der Grund für Sonishas Bestrafung. Mit jedem weiteren Arc scheint Sonisha, die größte und älteste bekannte Figur in One Piece, eine immer größere Rolle zu spielen. Dieser riesige Elefant durchstreift die Meere der neuen Welt seit dem Zeitalter des leeren Jahrhunderts und erfüllt diese Aufgabe als Strafe für ein unbekanntes Verbrechen, das er Jahrhunderte vor seiner Einführung im Zoo-Arc begangen hat. Während des Überfalls auf Onigashima bestätigt Momo, dass Sonisha einst der legendären Figur, die als Joyboy bekannt ist, als Begleiter diente. Ihre Verbindung fügt dem Geheimnis um die Bestrafung der uralten Kreatur eine weitere Ebene hinzu und deutet vielleicht darauf hin, dass das Verbrechen, das Sonisha begangen hat, mit der Auslöschung von Joyboy aus den Annalen der Geschichte zusammenhängt. Imsamas Beweggründe und Fähigkeiten. Für die Mehrheit der Bewohner der Grand Line sind die fünf Weisen die ranghöchsten Personen der Weltregierung. Die Ereignisse des Reverie-Arcs haben jedoch gezeigt, dass der leere Thron von einer mysteriösen Figur namens Imsama besetzt wird. Die Beweggründe, die Hintergrundgeschichte und die Fähigkeiten von Imsama sind völlig unbekannt. Aber man kann davon ausgehen, dass dieses Wesen eine unermessliche Macht über die Bewohner der Meere ausüben kann. Da Ruffy und seine Verbündeten dazu bestimmt sind, noch vor dem Ende von One Piece Krieg gegen die Weltregierung zu führen, könnte Imsama potenziell mehr Probleme verursachen als jeder andere Charakter in der Serie. Eine Tatsache, die durch Imsamas rätselhaftes Wesen noch einschüchternder wirkt. Das Schicksal von Enel. Als Ruffy und die Strohhutpiraten nach Skypiea reisten, trafen sie auf einen der mächtigsten Antagonisten, der in One Piece vor dem Zeitsprung auftauchte, nämlich Enel. Der aufgeblasene Herrscher verfügt über die Donnerfrucht, die ihm die Fähigkeit verleiht, Blitze zu erzeugen, zu kontrollieren und sich in Blitze zu verwandeln. Und im Gegensatz zu den meisten Piraten, die in der ersten Hälfte der Grand Line verstreut sind, verfügt Enel auch über ein hochentwickeltes Observationshaki. Dank Ruffys Gummikörper war er in der Lage, Enels rohe Kraft zu überwinden. Nach seiner Niederlage floh Enel jedoch mit der Arche Maxim zum Mond, sodass sein Schicksal weitgehend unbekannt ist. Wir haben zwar eine ausführlichere Coverstory über Enels Verbleib und was er anstellt erhalten, aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ein Kämpfer vom Kaliber Enels könnte in der finalen Saga von One Piece einen gewaltigen Wendepunkt darstellen. Vor allem, wenn er während des zweijährigen Timeskips stärker geworden ist. Das Ei an Bord der Oro Jackson. Die Roger-Piraten prägten das goldene Zeitalter der Piraten und hinterließen ein Vermächtnis, das noch Jahrzehnte nach ihrer Vorherrschaft in der gesamten Grand Line zu spüren ist. Während es viele Geheimnisse um die Einzelheiten ihrer Reise gibt, ist das seltsame Ei, das an Bord ihres Schiffes, der Oro Jackson, zu sehen ist, wohl das merkwürdigste. Bisher wurde das Ei an Bord der Oro Jackson noch nicht erwähnt, aber wenn man bedenkt, dass es mit der wichtigsten Crew in der Geschichte der Piraten in Verbindung steht, muss es eine große Bedeutung haben. Nur die Zeit wird zeigen, ob das Ei in den Jahrzehnten seit der Auflösung der Roger-Piraten geschlüpft ist. Aber unabhängig von seinem Schicksal wird das Objekt mit ziemlicher Sicherheit in der finalen Saga nochmal eine Rolle spielen. Wieso konnten die Roger-Piraten das One Piece nicht beanspruchen? Gleich in der ersten Folge von One Piece wird Goldie Rogers Bedeutung für die Serie schmerzlich deutlich. Seine Heldentaten und seine Fähigkeit, die Grand Line zu überqueren, haben mehrere Generationen von Piraten dazu inspiriert, zur See zu fahren, doch trotz seiner Berühmtheit waren er und seine Crew nicht in der Lage, eine Sache zu tun, das One Piece für sich zu beanspruchen. Nach Aussagen von Silvers Rayleigh und Goldie Roger
war ihre Mannschaft zu früh dran, um den titelgebenden Schatz der Serie zu erobern, so dass sie gezwungen waren, auf die richtige Person zu warten, die eines Tages auf Laugh-Tale eintreffen würde. Der genaue Grund für ihre Unfähigkeit, den Schatz an sich zu nehmen, ist nicht bekannt. Aber wenn Monkey D. Ruffy und die Strohpiraten schließlich ihren Weg zur Insel finden, ist dies eines der ersten Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und das, liebe Leute, waren die 10 größten Mysterien in One Piece, die weiterhin unbeantwortet bleiben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, zu welchem dieser Mysterien ihr am ehesten eine Antwort haben wollt. Und falls ihr noch weitere unbeantwortete Fragen und Mysterien in One Piece kennt, die hier in diesem Video nicht vorkamen, schreibt diese auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Euer Kudo, haut rein!